Eigentlich hätte ich es auch sagen können. Ich bin mir ziemlich sicher, dass... Nee, das verrät, wer es ist. Nee. Ich hätte auch jetzt gerne eine Frage, die nichts mit meinem Ex-Freund zu tun hat. Hi, mein Name ist Cora. Ich bin hier bei Wisst ihr noch? Und wir spielen jetzt Wahrheit oder Shot. Ich habe hier eigentlich keine Geheimnisse. Also glaube ich, wir schauen jetzt mal. Mit wem war dein letzter feuchter Traum? Für meine Eltern, die das wahrscheinlich sehen, ich habe sowas nicht. Hatte ich noch nie. Nee, aber ich trinke lieber. Was ist der verrückteste Ort, an dem du es je getan hast? Ich wusste irgendwie, dass die Frage kommt. Das ist so eine Basic-Frage, die kommt immer. Auf einem Steg, also so einem Pier hieß das. Es war halt nachts. Wir sind da so aufs Meer rausgelaufen und ich weiß nicht. Ich glaube, die Wellen hatten irgendwie eine merkwürdige Schwingung oder so, aber es überkam uns. Welche deiner Freundinnen hat den heißen Vater? Was ist das für eine Frage? Ich weiß nicht, ich find den Väter jetzt nicht so attraktiv. Also, falls es Freundinnen von mir sehen, ihr seid wunderschön, aber eure Väter sind jetzt nicht... Hast du schon mal mit einem Gegenstand küssen geübt? Ja, das kann ich beantworten. Also nicht ein Gegenstand, aber mit meiner Hand. Ich habe mir halt auf WikiHow angeschaut, wie man küsst. Und dann habe ich halt mit meiner Hand so geübt. Aber das stand auch da. Das stand dabei, dass man mit der Hand üben kann. Also, ja. Also eigentlich war das dann mein erster Kuss. In welcher Situation hast du schon mal über dein Alter gelogen? Beim Kellnern habe ich tatsächlich ein paar Mal über mein Alter gelogen. Da hatte ich halt öfters mal Männer, die mit mir geflirtet haben. Und ich mochte das gar nicht, weil das war halt so meine Arbeit. Und dann habe ich denen oft erzählt, dass ich Schülerin bin, dass ich unter 18 bin, dass die aufhören mit mir zu flirten, weil mir das so unangenehm war, dass sich das für die illegal anfühlt. Aber so gelogen, dass ich älter wäre? Ich meine jetzt irgendwie für Alkohol oder so habe ich das nicht gebraucht, weil ich im Dorf aufgewachsen bin. Bist du schon mal durch eine wichtige Prüfung gefallen? Wenn ja, warum? Ja, also ich bin bei meinem mündlichen Abi in Mathe durchgefallen. Also ich hatte da 3 Punkte, glaube ich. So ganz knapp an den 2 Punkten vorbei und das war, glaube ich, auch nur Mitleid. Ich war eigentlich relativ gut in Mathe, aber mündlich ist bei mir immer so eine Sache. Wen aus deiner Familie kannst du am wenigsten leiden? Eigentlich hätte ich es auch sagen können, ich bin mir ziemlich sicher, dass... Nee, das verrät, wer es ist. Nee. Warst du schon mal in Handschellen? Wenn ja, warum? Nein. Also nicht von der Polizei. Ich hatte halt mit meinem damaligen Freund halt experimentiert. Aber das war halt nicht so polizeimäßig. Es war nicht so meins. Also ich fand es okay, aber es war jetzt nicht so... 100%ig meins. Ihm hat es gefallen, er fand es toll. Ich hätte auch jetzt gerne eine Frage, die nichts mit meinem Ex-Freund zu tun hat. Hast du schon mal was geklaut? Wenn ja, was? Als Kind. Also ich bin so ein Mensch, ich bekomme immer ein schlechtes Gewissen wegen allem. Ich erinnere mich noch dran, wie ich als Kind mal... Da gab es halt so die Zeitschriften, die man halt immer hatte. Und ich wollte da halt mal das Spielzeug davon, da habe ich es halt runtergerissen und habe das mitgenommen. Aber ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen, ich habe es wiedergebracht. Ich habe gesehen, die Verkäuferin, die hatte das einfach weggeschmissen. Die hat es nicht mal mehr zurückgemacht an das Heft dran. Ja, sie hat mir so das Herz gebrochen. So, ich stand da als Kind und dachte so, okay, ich mache das Richtige. Und dann nimmst du das einfach und schmeißt es weg. So, was soll das? Was war die absurdeste Geschichte, die du in der Tankstelle miterlebt hast? Also meinen Eltern gehört eine Tankstelle und wir hatten mal jemanden, der die Tankstelle überfallen wollte. Und die Sache ist, mein Papa, seine Freunde sind halt oft an der Tankstelle und das sind halt dann viele Ü50 oder Ü40 Leute. Dann ist halt gerade in dem Moment der Typ reingelaufen, der die Tankstelle überfallen wollte. Und er hatte tatsächlich sogar anscheinend, also das hat die Polizei später gesagt, ein Plastikgewehr dabei gehabt. Also halt kein echtes, aber halt schon so ein bisschen kriminell. Aber er hat dann halt gesehen, dass da die ganzen Leute gestanden haben. Da hat er anscheinend Angst bekommen. Er hat dann seine Cap von seinem Hoodie runtergemacht, hat so schön in die Kameras geschaut und jede Kamera reingelächelt. Und das Beste, das ist uns auch später erst aufgefallen, meine Mutter, die rennt immer so. Und die hat den einfach umgerannt. Und das war ihm dann zu viel. Er hat dann irgendwas gekauft und ist dann halt wieder rausgegangen, ist weggefahren, hat dann die nächste Tankstelle überfallen.
Und dann ist die Polizei auch zu uns, weil die gedacht haben, vielleicht war er ja auch mal bei uns. Er wurde dann tatsächlich dadurch gefasst, dass meine Mutter ihn quasi umgerannt hat, weil wir uns alle noch daran erinnern konnten, so an dem Moment. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut würdest du dich im Bett beschreiben? Das finde ich eine schwierige Frage, weil jeder steht hier irgendwie auf was anderes. Ich glaube, ich kann es nicht beantworten. Die Frage ist, ich trinke, ne? Alles brennt so ein bisschen. Was gefällt dir am wenigsten an deinem Content? Ich würde sagen, dass mein Content oftmals zu kindisch ist für meinen Geschmack. Ich meine, ich habe manchmal auch mal so einen Erwachsenenwitz oder so versteckt, aber das kriegen die Kinder dann nie mit, das ignorieren die dann immer so. Leute schätzen mich auch immer sehr, sehr jung ein und die denken halt auch immer, dass ich halt extrem kindisch bin. Mir schauen halt einfach viele Kinder zu und da will ich halt jetzt auch nicht so durchlaufen wie so ein Gangster. Keine Ahnung, ich bin ja sowieso kein Gangster, aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So. Welche anderen Influencer kannst du nicht ausstehen? Ich kenne halt nicht wirklich viele persönlich. Es gibt ein paar, bei denen ich den Content einfach nicht okay finde, aber ich sag keine Namen, deswegen trinke ich. Das war jetzt Wahrheit oder Shot. Wie ihr seht, habe ich einige Fragen beantwortet, einige Geheimnisse von mir preisgegeben, die ihr vielleicht noch nicht wusstet und die meine Eltern tatsächlich auch nicht wussten. Also, wenn das meine Eltern sehen, es tut mir leid, es tut mir sehr leid. Wenn ihr noch weitere Videos von Wisst ihr noch sehen wollt, dann rechts oder links drücken oder oben den Kanal abonnieren. Liken, Leute, liked und kommentiert. Ich lese mir die Kommentare auch durch, also kommentiert mal. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Peace.